Also Open Access explodiert gerade aus verschiedenen Gründen. Wenn man sich den Anteil der Open Access Publikationen am Markt der wissenschaftlichen Publikationen mal insgesamt anschaut, das hat zuletzt in den letzten paar Jahren ganz viel damit zu tun gehabt, zum Beispiel, dass Staaten, aber zum Beispiel auch Förderorganisationen, zum Teil auch Forschungsinstitute, einfach Open Access Mandate haben, also sich dazu entschlossen haben, verbindlich, dass es die Form des Zugänglichmachens ist, ja, dafür zu sorgen, dass es weltweit kostenlos zugänglich ist. Aber das ist sozusagen nur auf der Oberfläche gekratzt. Das ist ein Trend der letzten wenigen Jahre. Im Grunde genommen, warum Open Access so im Kommen ist, das sieht man schon sozusagen am Urknall, den das Ganze vielleicht vor 20 Jahren hatte, als es mit solchen Websites wie archive.org, also mit X geschrieben, anfing. Und man gesehen hat, okay, in diesem Fall die Physiker nehmen die Möglichkeit wahr, wenn es geht, ihre Publikationen direkt weltweit frei zugänglich zu machen, ja, und in gewisser Weise damit das klassische Geschäft, was früher die Publisher gemacht haben, also das Verbreiten, da einen Bypass zu legen, ja, und das Ganze sehr viel effizienter und schneller und habe ich schon frei erwähnt, naja, also frei zugänglich zu machen, genau. Also Open Access ist so etwas wie eine absolut notwendige Grundbedingung dafür, dass wir überhaupt anfangen, darüber nachzudenken, wie würde es sich in einer Welt leben und arbeiten, in der sozusagen die Ergebnisse der Wissenschaft für jedermann sofort frei verfügbar wären. Und das ist, heute klingt diese Frage wie so ein wildes Gedankenexperiment, so ein bisschen nach Science Fiction oder so. Aber tatsächlich bewegt sich die ganze Geschichte dahin. Und dann wird es wirklich interessant. Aber um dahin zu kommen, brauchen wir eben Open Access. Naja, heute gibt es viele Möglichkeiten, die ich als Forschender habe, meine Ergebnisse frei zugänglich zu machen. Ich kann zum Beispiel fachliche Repositories benutzen, ich kann Open Access Verlage benutzen, ich kann in renommierten, reinen Open Access Journals publizieren, ich kann in einem traditionellen Nicht-Open Access Journal publizieren und mein eigenes Manuskript zeitgleich frei zugänglich machen über ein Repository und noch manches mehr. Und was davon ich mache, es ist letztlich eine Geschmacksfrage. Hauptsache, ich mache das und ich sehe die Möglichkeiten, die Potenziale, die es für mich hat. Also schnell sichtbar zu sein, einfacher zitiert werden zu können, auch hinauszureichen zu tatsächlichen und potenziellen Kollaborateuren, vielleicht auch zu potenziellen Arbeitgebern, wer weiß, ja, und für all diese Leute meine Forschung wirklich handhabbar zu machen. Und da obendrauf kommt noch als eine jüngere Entwicklung eigentlich, dass ich sagen kann, warum soll ich das eigentlich nur mit meinen Forschungsprodukten, mit den fertigen Ergebnissen machen? Also jetzt haben wir eine große Entwicklung hin zu solchen Dingen wie Forschungsdaten, die ich frei zugänglich mache, bis hin zu Open Science, also dass ich den ganzen Zyklus meines wissenschaftlichen Arbeitens einfach im Internet mache. Und es fühlt sich eigentlich schon sehr natürlich an, weil wir haben jetzt eine Generation von Leuten um uns, die sowieso online sind. Ja? Das ist der Grundzustand. Und ich will gar nicht sozusagen mich in ein Kämmerchen zurückziehen, also jedenfalls nicht zwingend, nicht für den ganzen Forschungsprozess, und erst dann ein fertiges Ergebnis liefern, sondern ich will die Möglichkeiten von online wirklich voll nutzen, um besser zusammenzuarbeiten, um bessere Ergebnisse zu erzielen.